Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Brilum-Büren-Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange, der Firma Moltec, von Rewe und der Stadt Geseke. Tief, tief, bis zum Hals im Schlamm in der Krise gesteckt sind, aber davon hast du ja gar nichts mitbekommen. Jetzt reicht's dann aber. Jetzt erklär mir doch nicht immer, dass ich nichts mitbekommen habe. Ich bin doch kein Vollidiot. Ich habe alles mitbekommen. Wer dich mitbekommt, bekommt alles mit. Und Serge habe ich erst recht mitbekommen. Den habe ich außerordentlich gut mitbekommen. Und das weißt du ganz genau. Serge konnte wenigstens zuhören. Ja, musste er doch. Wie alle immer zuhören müssen. Du lässt den anderen ja gar keine Chance. Sie müssen ja zuhören. Was blieb denn Serge anders übrig, als dir zuzuhören? Zwischen ihnen funktioniert gar nichts mehr. Sarah und Nico sind ein Paar im fortgeschrittenen Kampfstadium. Alles läuft gegeneinander. Dabei hatte ihre Geschichte einst so schön begonnen. Liebe auf den ersten Blick, unter Wasser. Damals in Ägypten, als sie sich kennengelernt hatten. Doch nach 14 Ehejahren hatten Sarah und Nico sich auseinandergelebt. Sie gehen zur Paartherapie. Der Therapeut diagnostiziert eine derart akute Spannung zwischen den beiden, dass er zu einer ganz speziellen Methode greift, der Wunderübung. In der nun zweiten Saison der Kulturbühne bringt das Ensemble unter der Regie von Ingrid Nachtmann die Wunderübung auf die Bühnen. Ein Spielort ist der Sicklingshof im Delbrücker Ortsteil Ostenland, auf dem die Akteure auch einen Großteil der Proben zum Stück vollziehen. Die Premiere ist jedoch auf Kulturgut Winkhausen. Dort debütierte das Ensemble im letzten Jahr sehr erfolgreich mit der Tragikomödie Honig im Kopf. Nun darf man gespannt sein auf die Wunderübung. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Brilum-Büren-Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange, der Firma Moltec, von Rewe und der Stadt Geseke.